Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Heute kommt, glaube ich, der erste Haul, wo kein Shein-Haul ist. Also ich war heute in der Stadt, ich war shoppen und ich dachte, ich mache einen Haul, weil ich habe relativ viel gekauft und werde euch in dem Haul die ganzen Sachen zeigen. Das ist jetzt keine Kooperation oder so, das mache ich einfach für euch, weil ich mir dachte, das interessiert euch bestimmt und Hauls liebt ihr. Deswegen dachte ich, kriegt ihr mal einen bisschen anderen Haul. Und zwar habe ich das alles gekauft, also diese vier Tüten voll hier. Ich war einmal im Zara, da habe ich richtig viel gekauft. Ich war nämlich seit dem Lockdown, glaube ich, wirklich nicht mehr shoppen. Also ich war vielleicht ein, zwei Mal so in einzelnen Läden, aber nicht so richtig shoppen. Dann habe ich im New Yorker was gekauft. Leute, das, was ich im New Yorker gekauft habe, ich weiß nicht, ob das einfach nur Geld rausschmeißer, Geldverschwendung war, egal. Dann war ich im Teddyway, können wir mal kurz über diese geilen Tüten reden. Und das Kleine habe ich mir noch im H&M geholt. Normal finde ich im H&M immer richtig viel, aber ich weiß nicht, irgendwie war heute nicht so viel Cooles im H&M, aber ich habe trotzdem sehr viel geshoppt. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ich überlege gerade, ich glaube, wir fangen als erstes mit der Zara-Tüte an, weil da sind die nicesten Sachen drin. Leute, die Sachen sind so geil. Ich habe noch nie im Zara so viele geile Sachen gekauft. Ich werde euch nachher, wenn ich die Sachen anprobiere, immer die Artikelnummer und so einblenden. Ich war natürlich eher für den Sommer einkaufen, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem krassesten an. Und zwar ist das so ein Kleid. Ich habe in meinem Shein heuer schon mal so ein Kleid, nur in dunkelbraun gehabt. Und das ist eben auch ein langes Kleid. Ich probiere es, also ich hatte es schon an, ich hatte alles schon an, aber ich zeige euch das gleich. Und das ist so geil. Ich liebe die Farbe und ich mag jetzt irgendwie lange Kleider. Ich fand es ja am Anfang ein bisschen komisch, aber jetzt hatte ich es halt an und ich fand es geil. Ich probiere es einmal an. So ist das Kleid einmal von oben. Ich liebe es. Auch nicht durchsichtig. Man sieht minimal meine Hose, aber ich habe auch so eine Hose, die man halt gut durchsieht. Das heißt, wenn ich eine andere anziehe, sieht man es nicht mehr. Ich finde es richtig schön. Ich muss sagen, ich liebe es. Ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat. Es hat 10 Euro gekostet. Dafür finde ich echt, es ist komplett in Ordnung. Ich blende euch jetzt hier einmal dieses Bild ein. Dann könnt ihr euch das auch bestellen oder kaufen, wenn ihr wollt. Und ich zeige euch jetzt nochmal in ganz am Spiegel. Sorry für die Unordnung in meinem Zimmer, aber so sieht das Kleid in ganz aus. Also es geht übers Knie. Ich kann es auch ein bisschen runterziehen. Es ist unten ein bisschen locker, aber ich glaube, dass das normal ist bei diesen Kleidern, weil man muss ja auch noch laufen können, you know. Yes. Wenn wir schon mit dem ersten Kleid angefangen haben, kommen wir zum zweiten. Gebt euch die Farbe von diesem Kleid. Ich fand Orange immer gar nicht schön an Klamotten. Ich habe schon seit Jahren so ein Oberteil von Shein, halt auch so orange. Und ich hatte es nie an. Neulich hatte ich das an und seitdem ich liebe Orange. So sieht das aus. Es ist so geil. Vor allem, ich fliege ja auch in Urlaub. Einfach nur geil. Es hat auch 10 Euro gekostet und ich ziehe es jetzt einmal schnell an. Ich werde auch von oben erstmal angezogen. Es ist minimal durchsichtig, aber ich denke, es liegt wieder an der Unterhose. Ich habe kein BH an, wie man sieht. Es ist hier oben wirklich blickdicht und es hat auch hier oben so doppelten Stoff. Also es ist genau hier etwas enger und das finde ich, nicht enger, etwas dicker, dass es halt wirklich nicht durchsichtig ist und man halt auch ohne BH das anziehen kann. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal ganz am Spiegel, aber ich finde dieses Kleid wirklich richtig cool. Vor allem halt für Urlaub, für Bilder machen. Ich denke, das steht Leuten mit hellen Haaren, mit dunklen Haaren. Es ist geil. Seht ihr es jetzt nochmal ganz, wie gesagt, hier, ich habe einen schwarzen Tanga an, deswegen ist, denke ich, ein bisschen durchsichtig. Aber I love it. Ich liebe es wirklich. Ich finde es auch richtig schön. Und es hat auch eine normale Länge. Das gab es übrigens auch noch in anderen Farben. Ich glaube in dunkelblau und in schwarz oder so. Ich wollte richtig viele kurze Hosen kaufen. Im Endeffekt habe ich keine kurze Hose gekauft. Das ist ja immer so, man geht shoppen, sagt ja, das und das brauche ich. Und man holt dann was anderes. Aber ich habe trotzdem eine Hose gekauft. Und Leute, die ist so schön. Die habe ich eben auch aus dem Zara. Ich glaube, die hat 30 Euro gekostet. So sieht die aus, also eine lockere mit Löchern. Ich ziehe sie gleich mal an, die ist so schön. Und dazu, ich habe glaube ich zwei Oberteile gekauft. Ich zeige euch jetzt erstmal das schwarze, ich feiere das so. Das ist auf der einen Seite T-Shirt und auf der anderen Seite Top. Ich finde das richtig nice, vor allem ich habe sowas davor auch noch nie gesehen. Deswegen finde ich, ist es so mal was anderes, wisst ihr? Deswegen werde ich jetzt die zwei Sachen einmal anziehen. Einmal das Oberteil, die Hose zeige ich euch gleich. Ich finde, das sieht so cool. Also ich finde es einfach voll geil. Es gab es auch noch in Hautfarben und in Weiß. Aber ich kaufe immer helle Oberteile. Deswegen dachte ich, kaufe ich jetzt mal ein schwarzes. So ist das von hinten. Da sind ein bisschen noch die ganzen Zettel dran. Aber ich finde es, also ich finde es geil. Vor allem, ich habe halt sowas auch noch nicht. Ja, die Hose seht ihr jetzt hier erstmal so den Bund. Die zeige ich euch jetzt gleich noch im Spiegel. Aber wie gesagt, das Oberteil, ich finde es geil, weil so, es ist so ein Oberteil, so man muss zweimal hinschauen. Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe sowas. Ich liebe so Sachen, wo
nicht jeder hat, ich meine, es gibt es in Zara, jeder kann sich es kaufen, aber ich muss sagen, ich habe dieses Oberteil bis jetzt noch bei niemandem gesehen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr irgendwas in den Klamotten schon mal bei jemand anderem gesehen habt. Ich meine, bestimmt irgendwas, aber vielleicht das eine oder andere ja noch nicht. So sieht die Hose aus. Ich finde, Zara-Hosen sitzen so unnormal gut. Po ist auch okay dafür, dass es halt so eine lockere Hose ist. Ist jetzt nicht so, oh mein Gott, krass, aber ich finde es okay. Ich lieb's und ja, sie ist auch nicht zu lang oder so. Ich finde es cool und ich finde auch, dass das Outfit voll gut zusammenmatcht. Habe ich auch noch im Zara, das hier, das ist das letzte Teil vom Zara und zwar ist das so ein Top in Hautfarben. Ich habe zwar so Art von Tops richtig oft, aber das hier hat nochmal so ein bisschen, also nicht Ausschnitt, aber so eine Rundung. Die anderen sind bei mir immer so gerade und ich weiß nicht, ich liebe solche hautfarbenen Sachen einfach und deswegen zeige ich euch das jetzt auch noch einmal angezogen. Sieht das Top aus, ich finde irgendwie, es hat was, ich finde es geil, ich liebe es. Vor allem, weil ich halt auch so braun bin, liebe ich auch Brauntöne. Ich würde das, glaube ich, so anziehen. Also ich würde es, glaube ich, kürzer machen. Ihr kennt mich, ich mache immer alles noch kürzer. Aber ich finde beides schön, in lang und in kurz. Ich blende euch hier mal an, wie viel es gekostet hat, weil ich weiß gar nicht. Aber also ich liebe das Oberteil, ich finde es schön. Es gibt es auch noch mit anderen Farben. Und was ich auch sagen muss, bei beiden bis jetzt, das hat auch hier innen nochmal so einen Extrastoff. Das heißt, man kann die auch alle ohne BH anziehen, man sieht nichts durch, weil die einfach hier oben so nicht gepolstert, aber halt einfach zweimal Stoff ist. Und das finde ich echt richtig gut, weil sowas ist bei Shein, soweit ich weiß, fast nie. Das finde ich jetzt das Gute an Zara-Qualität, sage ich mal. Ja, dann machen wir mal weiter, ich würde sagen, mit Tellyway. Da habe ich geile Oberteile gekauft. Oh mein Gott, so viele. Wir fangen mit dem an. Und zwar ist das ein Body. Ein grüner Body. Ich habe gar keine grünen Klamotten und ich habe heute sogar zwei grüne Sachen gekauft, weil ich mir dachte, ich kann nicht immer nur schwarz und weiß kaufen. Und ja, ich werde den Body jetzt einfach mal schnell mit der Hose anziehen. Mal kein Bauch frei, kein Ausschnitt oder so, sondern einfach so ganz normal, chillig. Ich finde, es passt aber auch voll gut zu so einer Boyfriend-Hose. Kann man auch mit so einer Radlerhose oder so kombinieren. Ich suche schon länger ein Body, wo hier so ausgeschnitten ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr wisst, wo es die gibt, schreibt mir das mal oder schreibt unter das Video oder so. Weil ich finde die so cool. Ich finde den jetzt auch cool. Aber es wäre halt noch cooler, wäre er hier so ausgeschnitten. Auf jeden Fall, ja. Das ist der Body. Den gab es auch noch in anderen Farben. Ich finde es vor allem cool, weil so der Rücken ziemlich frei ist. Das heißt, da kann der Rücken auch schön braun werden. Yes. Als nächstes, ich würde sagen, bleiben wir einfach gerade mal bei grün. Und zwar, da gab es auch eine Hose dazu. Es war so ein Oberteil und so eine Radlerhose dazu. Aber leider, muss ich sagen, hat die Hose nicht gepasst. Die war zu lang und saß nicht gut so. Deswegen habe ich nur das Oberteil genommen. Aber ich werde es direkt mal anziehen. Und ich habe auch noch nie so ein Oberteil in so einer Farbe gehabt. Und ich finde die Farbe richtig schön. Aber wartet, ihr seht es ja gleich selbst, wenn ich es anziehe. Das ist jetzt das Oberteil angezogen. Und ich finde, ich liebe den Stoff, wie es sitzt und die Farbe. Weil ich, wie gesagt, die Farbe noch gar nicht habe. Aber ich liebe es. Ich finde, es passt auch gut so. Keine Ahnung, warum ich davor noch nie grün anhatte, aber ich liebe es auf jeden Fall. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, ich liebe es. Das Einzige, was ich sagen muss, was ich ein bisschen blöd finde, dass es 10 Euro kostet. Ich finde 10 Euro für so ein bauchfreies Top relativ viel. Aber Tellyway ist bei so Sachen oft auch teurer, so sieht es von hinten aus. Aber ich dachte mir so, ich gönne es mir einfach, weil ich war so lange shoppen und ich finde es wirklich auch richtig schön. Ich finde, es lohnt sich schon, diese 10 Euro auszugeben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Für so ein halbes T-Shirt sozusagen 10 Euro ist meiner Meinung nach viel. Aber ich habe es mir trotzdem zweimal geholt. Ich habe es mir noch in so einem rosa-gelb-Ton geholt. Das sieht so aus. Eigentlich wollte ich mir, also davon gab es noch ein Kleid. Das wollte ich mir eigentlich holen. Aber es gab es nicht mehr in XS und in S war es mir leider zu groß. Und ich wollte aber unbedingt mit dieser Farbe eins, weil ich fand es da so cool aus. Ich hatte es noch nicht an. Ich habe es noch nicht anprobiert. Das heißt, wir probieren es jetzt an und dann habe ich es das erste Mal an, weil ich hatte es beim Anprobieren nicht an. Ich habe es einfach spontan noch schnell mitgenommen. Ich finde es so cool. I'm in love. Eigentlich mag ich so bunte Sachen nicht. Aber okay, erstmal 20 Zettel. Ich liebe es. 10 von 10 Punkten. Ich habe zu den anderen Sachen keine Punkte gegeben, aber das, ich finde es geil. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das grüne oder das bunte, rosane geiler findet. Ich muss sagen, es sind beide geil. Halt so ganz unterschiedlich. Ah, das grüne ist schön. Ich finde, das grüne passt mehr, aber das ist so krasser, wisst ihr? Also ich finde es geil. I love it. Als nächstes habe ich, ich dachte mir heute, ich probiere ein paar neue Sachen aus. Ich habe mir ein rosanes Oberteil gekauft. Eigentlich kaufe ich nie rosane Sachen, weil ich finde, das macht mich immer jünger. Da ich jetzt blonde Haare habe, viel Schminke, finde ich, sehe ich nicht mehr so jung aus. Deswegen kann ich jetzt auch mal was Rosanes anziehen. Das ist so ein Oberteil.
Ich weiß gar nicht, ob es ein Oberteil oder ein BH ist, aber ich ziehe es auf jeden Fall als Oberteil an. Sieht das aus? Sowas müsst ihr halt ohne BH anziehen, weil es auch schon so BH-mäßig ist. Ich finde es cool. Ich habe so ein ähnliches in weiß. Ich finde es vor allem auch hinten cool, weil es eben viel Platz ist bis nach hinten und nur hier unten so was hat. You know. Ich finde es cool. Ich finde, es ist freizügig, aber meiner Meinung nach geht's klar. Ihr wisst ja, ich ziehe mich eh gern so an. Ich finde es schön, ich finde die Farbe nice. Vor allem finde ich, sieht es halt auch schön aus, wenn man so braun, also ich bin ja relativ braun, wenn man braun ist. Es gab es auch noch in weiß und rot, glaube ich. Aber ich wollte irgendwie mal was Rosanes kaufen, weil ich dachte mir so, ja, ich habe nie was Rosanes an, weil ich eben immer denke, damit sehe ich so jung aus. Und damit finde ich nicht. Dann letztes Oberteil von Teddyway. Ist dieses hier, so ein braunes. Ich finde das so cool, mit so Schrift noch drauf. Das war auch reduziert auf 7 Euro. Ich weiß gar nicht, ob da steht, wie viel es sonst kostet. 10. Irgendwie alles 10 Euro. Das hier. 16. Okay, 16 Euro ist viel. 16 Euro ist viel. Ich probiere das jetzt mal. Also, das hatte ich auch schon an. Ich zeige es euch jetzt einmal. Ich habe kein BH. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht mit BH hier ein bisschen so schöner aussieht, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich weiß nicht, zurzeit, ich ziehe nicht so gern BHs an. Aber ich finde das Oberteil cool. Vor allem ist es auch nochmal was anderes, weil es ist so dunkleres Braun mit schwarzer Schrift. Ich weiß nicht, das war das erste, was ich so mitgenommen habe im Teddyway, weil ich mir so dachte, nice. Ja, das war es jetzt mit den Teddyway-Sachen. Jetzt haben wir noch H&M und New Yorker. Wir machen erst New Yorker, Leute, ihr wisst nicht. Nein, wir machen erst H&M. Erst New Yorker oder erst H&M? Erst H&M, weil H&M ist die kleine Tüte normal. Ich finde im H&M immer richtig viel. Irgendwie heute hat der H&M nicht so geile Sachen. Zwei Sachen gekauft. Einmal grün. Oh, voll vergessen. Ich bin ja auf dem grünen Trip. Das hat 5 Euro gekostet. Das ist XS. Es ist nicht ganz so neon, wie es aussieht. Es ist ein bisschen neon, aber irgendwie sieht es in der Kamera ein bisschen mehr aus. Ich habe dieses Oberteil, glaube ich, schon in weiß und deswegen habe ich es nicht anprobiert. Ich probiere es jetzt mit euch zusammen einmal an. Zum Aus, ich finde es auch cool. Ich muss sagen, da sind keine zwei Schichten. Ich habe so Nippelkleber drauf. Ich glaube, ohne wird man da was durchsehen. Aber man kann ja auch einfach ein BH drunter anziehen. So sieht es aus. Ich finde es cool. Es ist XS. Ich muss sagen, es hätte mir auch noch in XXS gepasst, aber ich finde es so auch cool. Ich finde, sowas kann man halt so zu allem anziehen. Es passt zu blauen Hosen, weißen Hosen, schwarzen Hosen, so Jogginghose, chillig. Kann man auch so schöner kombinieren, finde ich auf jeden Fall nice. Und durch diese Neonfarbe kommt die Hautfarbe auch nochmal krasser so zum Vorschein. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt-Kleid gekauft. Mir fällt gerade auf, ich habe nur Größe L gekauft. Ich wollte eigentlich XL, aber L wird wohl auch gehen. Das ist einfach so ein Grau. Ich hoffe, es passt als Kleid. Ich zeige euch das dann nachher noch. Ich finde dieses Grau nice. Ich wollte mir eigentlich einen Pulli holen. Dann dachte ich so, ja, es ist Sommer. Warum soll ich mir jetzt einen Pulli holen? Aber ich weiß nicht. Ich finde dieses Dunkelgrau richtig schön irgendwie. Ich probiere es gerade mal einfach drüber an. Ich hoffe, es passt so, wie ich es mir vorstelle. Weil mir ist gerade erst aufgefallen, dass es gar nicht XL ist. Deswegen weiß ich nicht, ob es mir als... Ich wollte es so als Kleid anziehen. Okay, also das ist hier schon mal sehr groß. Ich zeige euch es mal am Spiegel. Also ich muss sagen, ich hätte gedacht, die Ärmel sind nicht so riesig, weil ich dachte, es ist so ein Oversize-Oberteil. Ich weiß nicht, ob ich es ohne eine Hose anziehen kann. Sonst halt mit einer Radlerhose. Da muss ich sagen, ich habe es halt nicht anprobiert. Ich hätte es mir ein bisschen cooler vorgestellt. Ich hätte mir halt gewünscht, dass die Ärmel nicht so sind, sondern so, you know. Ja, es ist schon cool. Ich denke, man kann es nice kombinieren und so. Aber ich hätte mehr erwartet. Ich hätte gedacht, das ist mehr so als T-Shirt-Kleid auch geschnitten. Also ich hätte es halt anprobieren sollen. Ich finde die Farbe trotzdem cool. Man kann es ja auch so irgendwie so hochhalten oder so. Eine Radlerhose dazu an, dann denke ich, sieht es auch nice aus. Aber ich hätte es mir schöner vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kommen wir zu den New Yorker-Sachen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr die TikToks und meine Insta-Story angeguckt habt, weil da habe ich euch ja auch heute mitgenommen. Ich war so in New Yorker und ihr wisst, oder ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in New Yorker gibt es immer richtig geile Dirndls. Dirndl sind so Kleider fürs Oktoberfest. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren, vor 4, irgendwann habe ich schon mal ein richtig schönes Dirndl bei New Yorker gekauft, weil die sind da halt nicht so teuer und so richtig schön. Heute Nika kommt so rein und sieht das. Ein Moment. Ich komme in New Yorker und ich sehe das. Ich so, oh mein Gott, ich probiere es mal an und so. Und ich habe mich verliebt.
Ich weiß nicht mal, ob dieses Jahr Oktoberfeste sind, aber ich habe es jetzt einfach gekauft. Ich habe es einfach gekauft. Und ich habe noch was gekauft. Und zwar habe ich mir im New York ein BH gekauft. Ich zeige den euch jetzt einfach mal. Der ist mit ziemlich viel Push-Up, muss ich sagen. Ich mag es eigentlich nicht so. Aber dann dachte ich mir, wenn ich mir einen Dirndl kaufe, kaufe ich mir auch einen Push-Up-BH, weil braucht man eh beides. Ich ziehe mich kurz um, ihr werdet mich gleich nicht wiedererkennen. Seid ihr bereit? Tada! Mein Gott, ich habe das jetzt nicht so krass gepusht, weil muss ja jetzt nicht sein. Es ist rosa einfach, obwohl ich am Anfang vom Haar noch gesagt habe, mit rosa sehe ich immer so jung aus. Ich finde das so schön, Leute. Ich habe es mir jetzt einfach gekauft, obwohl wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre keine Oktoberfeste sein werden. Danach bin ich wahrscheinlich fett und passe nicht mehr in dieses Kleid. Dann schenke ich es irgendwann meiner Tochter. Ich muss, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ich weiß übrigens nicht, wo die Schleife hinkommt. Ich habe es einfach irgendwo hingemacht. Ich finde es extrem schön. Ich zeige euch das auch gleich noch am Spiegel. Ich bin verliebt, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn ich meiner Mom gleich sage, dass ich einen Dirndl gekauft habe, wird sie sagen, bist du eigentlich komplett irre im Kopf, weil wo willst du es anziehen, wann willst du es anziehen? Aber keine Ahnung, vielleicht ist ja doch noch Oktoberfest. Bitte schreibt in die Kommentare, wo Oktoberfeste sind oder schreibt es mir auf Insta, mir egal. Und zwar in der Nähe von Bodensee, Konstanz, Stuttgart, Baden-Württemberg einfach. Ich komme zu jedem Oktoberfest. Wenn jemand zu Hause eine Oktoberfest-Hausparty macht, Nika so im Dirndl, hi! Okay, niemand macht eine Oktoberfest-Hausparty, aber egal. Ich fühle das Kleid. Ich zeige es euch jetzt noch einmal ganz. So sieht das in ganz aus. Es ist über dem Knie. Ich mag das nicht, wenn die länger sind. Also ich liebe so kurze Dirndls. Von hinten einfach so. Hier ist einfach ein so ein Ding. Und Leute, ich finde es so unfassbar schön. Bitte sag mal von 1 bis 10. Also gib dem Kleid eine Note. Also einfach Punkte von 1 bis 10. 1 ist scheiße, 10 ist geil. Gib bitte. Also ich finde 10. 11 von 10. 11 von 10. Ich finde es so schön. Es ist halt auch so süß und so. Lalala. Okay. Ich glaube, ihr merkt, I feel it. Okay, das war es auf jeden Fall mit dem Haul, mit den Sachen, die ich gekauft habe. Ich hoffe, ihr fandet den Haul cool, obwohl es kein Shein-Haul war, weil ja viele immer nur die Shein-Hauls feiern. Wenn ihr wollt, dass ich immer, wenn ich shoppen gehe oder so irgendwie, oder generell, wenn ihr auch andere Hauls als nur Shein-Hauls wollt, schreibt das alles mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall offen für alles. Dann kann ich auch mal vielleicht mit anderen Läden oder halt mit anderen Marken Hauls machen. Weil mir macht sowas auf jeden Fall mega Spaß. Ihr wisst ja, ich bin eh klamottensüchtig, wie man schwer erkennen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, schreibt alle eure Ideen zum Thema Klamotten und so mal unten in die Kommentare. Ich lese mir auf jeden Fall durch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einmal auf Instagram folgt. Hier unten ist mein Instagram-Name. Ich gebe mir da immer sehr viel Mühe und poste jeden Tag Stories. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!